Aber davor bauen wir ein bisschen was. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsmitteln. Ja, ja, halt's Maul. Kundenanalysen so zeigen unerfülltes Bedürfnis. 19. Okay, ja, noch ein bisschen könnten wir machen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten. Jetzt sei mal bitte leise. Das versetzen, das versetzen. Und jetzt fällt mir gerade so auf. Könnten wir das darüber schicken? Wir müssen aber das wieder hier runter schicken. Und wir müssen gucken. Was verbraucht es denn? Das verbraucht doch Mikrochips und das hier. Okay, das müssen wir dann nämlich auch wieder bauen. Ah, okay, das können wir nämlich hier bauen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ah, okay, das bringt gar nicht mal so viel, wie ich jetzt gedacht habe. Ja, die Bilanz leidet ein bisschen, aber danach müsste es wieder besser gehen. Noch eins, okay. Wenn ihr es unbedingt wollt. Okay. Brauchen wir dafür irgendwas? Warte, was mache ich denn? Ich kann das doch da gucken. Also, dafür brauchen wir auch sehr viel. Oh, neu. Baupolymer, Baubots. Nein, das ist zum Bauen da. Ups. Nein, das produziert nur. Okay. Das wollte ich nämlich wissen. Und was brauchen wir hierfür noch? Wir brauchen. Wo steht's denn? Die Mikrochips. Und für die Mikrochips brauchen wir Silizium. Und Silizium ist. Nee, warte. Silizium müsste auf der Insel hier sogar sein. So. Immer noch minus 4. Weil unsere Energie kacke ist. Okay, das ist verständlich. Okay, und jetzt ist unser Graphen wieder weg. Aber es passiert. Kein Silizium. Ah, okay. Vielleicht haben wir deswegen einfach auch zu wenig. Das hier ist eine Siliziumfabrik. Die zieht auch ein bisschen Bilanz. Könnte man auf jeden Fall so nennen. Müssen wir hier hintere. Das wusste ich gar nicht, dass wir hier was haben. Aber das kommt mir jetzt gerade gelegen. Silizium, Silizium. Ausbauen können. Oh. Minus 25. Und. Oh. Ja, okay. Wir müssen es trotzdem einmal ausbauen. Und das können wir nicht. Das ist mal wieder blöd. Aber mal wieder typisch. Genau, wir können ja die Aufgabe hier einfach machen. Zerstören sie. Blablabla. Wo ist denn mein Schiff schon wieder? Da ist mein Schiff. Ja, komm, dann machen wir das schnell noch. Energieknappheit. Ja, juckt mich nicht wirklich. Wo sollen wir hin? Hier. Verstanden. Fliegt da mal schnell hin. Ich würde das nämlich gerne noch heute hinkriegen, nicht erst in einem Jahrhundert, wenn dann das nächste Anno draußen ist. Ja, Speedboot. Ich habe das doch dran gemacht. Guck, genau das meine ich. Genau das meine ich. Ich mache es dran und mache es dann sofort wieder ab, weil ich denke, ich habe es dran gemacht. In Wirklichkeit habe ich es aber nicht dran gemacht. Meine Fresse. Verstehe auch nicht, wieso ich das immer verpeile. Haben die eigentlich sonst? Müssten es alles haben, ja. Ja, außer Wasser halt. Verdurstet halt. Ja, ich weiß nicht, woher ich das ganze Wasser und so. Einrichtungen verbrauchen mehr ja, Energie als jetzt halt doch mal. Das verringert ihre Produktivität. Vielleicht produziert es deswegen zu wenig Wasser. Ich soll schnell das machen. Schnell Energie herstellen. So, und jetzt macht das dran und jetzt verpiss ich nach da hinten. Aber die Helikopter haben sie gleich gelassen wie in 2070. Sahen ja auch nicht schlecht aus.
Kann ich denn, warte mal, Pfeiltasten? Es sieht geil aus, man muss es wirklich sagen, also das, es wird wirklich langsam wirklich richtig zu Skyline. So, und wie drehe ich mich jetzt richtig hin? Mal so, genau. Ja, ich spiele gerne immer in einer gleichen Kartenposition, das macht mich glücklich. Wo ist er denn? Da hinten. Koordinaten bestätigt. Okay. So steht denn mal. Was hat denn der da auf seinem. Hat der da Raketen? Bitte cool. Vergessen Sie es nicht. Wieso die da nicht selber hinfliegen können, verstehe ich nicht. Und wieso der nicht trifft, verstehe ich auch nicht. Okay, dann mach du das mal. Ich nehme da hinten schon mal eine neue Mission an. Du hattest genug Gelegenheit, Credits. Oh ja, komm. Das kann man auch für den Feind machen. Mal hier. Ja, ich schreibe dir was zusammen. Hier, und was will er denn? Drohnen annehmen. Folgen Sie dem Drohnensignal. Okay, ja, das machen wir irgendwann anders mal. Was wollt ihr noch? Das. Alle Prozesse laufen wieder reibungslos. Das ist ihr Verdienst. Oh ja, danke. Das freut mich jetzt aber. Lustig, lustig. Also, ich muss wirklich sagen, die Stadt sieht krass aus. Man kann es nicht anders beschreiben. Vor allem, wie das hier oben drauf leuchtet. Das sieht geil aus. Living. Okay. Dann leb du da mal und ich lass vielleicht noch ein paar aufsteigen. Oder eben halt auch nicht. Gut. Dann bauen wir noch ein Windkraftwerk, obwohl da jetzt noch eins steht. Bauen jetzt mal hier eins hin. Hier. Hier ist der perfekte Platz für ein Windkraftwerk. So, das setze ich gerne noch richtig hin. Und das auch noch. So. Wieso habe ich immer noch minus 1 Energie? Das. Ja, gut, dazu sage ich jetzt einfach gar nichts. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Bitte halt's Maul. So, minus 5. Minus 0. Nein, plus 4. Okay, plus 4 ist in Ordnung. Plus 4 brauchen wir auch nur. Und jetzt brauchen wir schon wieder ein Windkraftwerk. Wir brauchen die Fusionsreaktoren. Wir brauchen die schlicht und einfach. Anders lässt sich es einfach nicht mehr lösen mit der Energie. Andererseits, wenn wir denn die Fusionsreaktoren haben, dann können wir auch, warte, wo ist denn so ein Kraftwerk? Das hier verbraucht ja auch nicht gerade wenig. Dann können wir nämlich das auch wieder abreißen und so. Also es gleicht sich dann wahrscheinlich schon wieder aus. Und jetzt mal ganz schnell gucken. Wo brauche ich wie viel davon? Hier habe ich 43, das reicht anscheinend. Okay, dann schicke ich von hier nach da. Und zwar keine 43, sondern ich schicke 20? Ne, 20 sind ein bisschen viel. Schicken wir 15, komm 15. 15 schicken wir dahin und wir schicken von da. Genau, wir brauchen nämlich von da nach da auch noch eine, weil wir da jetzt auch die andere Bevölkerung wollen, weil die einfach mehr zahlen. Lieferung erfolgt. Glückwunsch, neuen Erfolg erhalten. Ja, danke, finde ich gut. Okay, Minusbilanz, das sollte uns aber nicht weiter stören, weil die bekommen ja jetzt was, das müsste das eigentlich auch ausgleichen. Okay, denen fehlt nur noch das und denen fehlt immer noch Neuroimplantate. Neuroimplantate sind aus der Arktis. Ja, da, minus 4. Ist ein bisschen zu wenig, das ist so knapp, das ist einfach viel zu knapp. Warte, geh mal da weg. Oder entweder wir machen es jetzt oder beim nächsten Mal. Nee, komm, wir bauen noch kurz die Neuroimplantate und dann ist aber gut. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe hier ein Lager. Wir könnten Geschäfte machen.
bestimmten Wertzahl wie viel, das verbraucht zu viel, das verbraucht zu viel, das verbraucht zu viel, das verbraucht zu viel. Wir verbrauchen alle viel zu viel. Und jetzt soll ich auch noch mehr bauen. Meine Güte. Wieso mache ich das eigentlich? Okay, Neuroimplantate. Hier. Da ist es doch. Dann können wir nämlich auch gleich wieder Häuser hinsetzen. Wenn wir das denn wollen. Davon fehlt uns noch was. Wir haben aber gar keine... Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt. Ah ja, genau. Stimmt. Wir haben ja keine Energie mehr. Deswegen haben wir das nämlich nicht gemacht. Das fällt mir auch gerade wieder ein. Warnung. Energiemangel. Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Und wir haben davon auch nichts mehr. Fuck. Okay, dann reißen wir nämlich das mal wieder ab. Und das können wir auch gleich wieder abreißen. Wir haben nämlich die Rohstoffe dafür nicht. Doch, wir... Oh. Ich hätte nur ein bisschen weniger bauen müssen, fällt mir gerade auf. Ein bisschen weniger und dann klappt's. Warte mal, ich muss gerade... Ah, jetzt. Haben wir jetzt noch genügend? Minus 3. Okay, dann reiße ich nämlich eins wieder ab. Davon haben wir eins zu wenig. Okay, dann schicken wir da ein bisschen weniger. Wo ist denn die Route? Hier sind 13. Das hier ist zu viel. Da schicken wir mal nur 15. Okay, das ist jetzt auch optimiert. Da brauchen wir einfach noch mehr Energie. Das ist eins der großen Probleme. Aber wie kriegen wir das hin? Haben wir noch... Davon haben wir noch ganz, ganz wenig. Das reicht nicht mehr für ein ganzes Kraftwerk. Oder für ein halbes Kraftwerk. Plus 12 Energie. Aber jetzt verbrauchen wir wahrscheinlich wieder zu wenig, zu viel. Aber wir haben halt ein bisschen was im Lager. Das sollte auch was bringen. Wir müssen die Bilanz retten gehen. Wir retten die Bilanz, indem wir die Stadt weiter ausbauen. Und zwar unter anderem, indem wir auf... Wieso... Ah ja, ah, oh, ups, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Geh mal wieder zurück. Ich wollte nämlich, man kann... Nee, warte, ich kann sie ja jetzt nicht anklicken, aber egal. Wo ist es? Neuroimplantate, die schicke ich dahin. Die andere Neuroimplantate-Route ist hier. Das sind minus 4, dann schicken wir ein bisschen mehr. Ja, komm, machen wir 60 draus, oder? So, 60 sollten auf jeden Fall reichen. Arbeite Informationen. Ja, guck, und jetzt steigt die Bilanz wieder an. Das ist doch schön. Danke für diese Gelegenheit. Ah, jetzt kann... Oh, das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Jetzt kann ich nämlich die aufsteigen lassen. Oh. Ach ja, okay, ja, das ist ein, das sind halt ein paar, ne? Sehen Sie? Jetzt ja, und jetzt ist unsere Bilanz nämlich auch wieder gut. Dank denen hier. Ich mag es hier wirklich. Diese Atmosphäre der Kundenanalyse. Neue Firmenstufe erreicht. Und zwar 40. Angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Ja, das ist okay. Aber wir sind dann auch für heute mal wieder fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann gebt trotzdem einen nach oben. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten auch mal wieder ein. Also ich verspreche mich hier die ganze Zeit. Dann schaltet beim nächsten Mal auch mal wieder ein bei Anno 2205. Und damit tschüss.